loben. Jetzt lege ich gerade ein Tempo vor. In Sachen Häuschen und alles. Ja gut. Aber hier. Zack. Ist gerade richtig schön in dem Tempo, was ich arbeite. So, zack. Hier nochmal. Und hier noch ein Fenster. Und hier hinten würde ich fast sagen, wenn ich da ein Fenster mache, mache ich keins mehr hin. Jetzt mal das oben drauf. Okay. So. Zack. 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 Und hier hinten könnten wir ja wirklich bis hinauf bauen. Okay, was fehlt mir gerade? Stroh und Fasern und Holz eigentlich. Alles ein bisschen. So, das heißt, uns fehlt alles ein bisschen. Inventar öffnen. Oh, guck mal, das wieder. Lecker Fresschen. Ein Gammelfleischchen ist auch drin, aber das lassen wir mal so. Ich tue mal hier. Die Beeren rüber. Die brauche ich ja nicht. Da brauchen wir ja gerade nicht. Die kommen mal alle rüber. Leder brauchen wir auch gerade nicht. Okay, das ist das Ding. Den Stein brauchen wir auch gerade nicht. Narcoberry-Samen. Das kommt rüber. Das können wir rüber tun. Holzkohle brauchen wir auch gerade nicht. Und nicht. So. Oh, guck mal, hier ist sogar noch Stroh drin. Ja, das Stroh nehme ich mit. So, weg damit. Stroh brauche ich ja gerade. Ich habe einen Spino gekillt. Schön für dich. Ja. Achso, ich brauche wieder Fasern. So. 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 Weiter geht's. Bäumchen. Baum um Baum. Baum um Baum muss weichen. Rampe kann ich dann, glaube ich, auch gleich eine platzieren. Für den vorderen Eingang. Ich bin gerade selber ein bisschen verwundert über mein Tempo gerade, wo das Häuschen aufgebaut wird. Ohne Scheiß. Gut, ich mache jetzt, weil ich gerade so ein schönes Tempo drauf habe, mache jetzt mal nur die, mache ich noch, nicht nur, sondern noch unten einmal die erste Reihe rum. Wo wir aber auch gleich durch sind. Ein paar Holzwände brauchen wir noch und dann mache ich noch die Rampe hin und dann machen wir aber echt jetzt Schluss für dann für heute. Ja. So. Ich guck gerade im Stream, wie groß du das machst, Alter. Sag ich doch, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Von da vorne bis hinter, bis zur Wand. Bis zur Schlucht. Aber das letzte Mal, muss ich sagen, haben wir 3 oder 4 Etagen gebaut dann insgesamt. Weil uns der Platz ausgegangen ist. Also, vielleicht nicht einmal schlecht, dass ich es gleich so groß baue. Unten hast du dann wieder die Werkstatt drin und alles, wo du halt dann das Zeug produzierst und alles. Vor allem, wir könnten dann, wenn wir wieder Material mal Fett holen gehen, wenn wir da mal ein paar Agentaven etc. haben. Könnten wir halt einfach sagen, okay, zack, wir haben halt dann 4, 5 Öfen gleichzeitig laufen etc. Und so. Ist ja eigentlich nur vom Vorteil, wenn wir mehr Platz haben. Aber der Wald wird halt auch immer kleiner und ich habe gerade langsam ein bisschen Angst, weil es hier unten dann schon ein bisschen gefährlicher wird wieder. Da oben ist ja eigentlich immer ziemlich ruhig gewesen. Dass plötzlich von hinten irgendwas angerannt kommt und ich dann alt ausschaue. Da habe ich gerade ein bisschen die Hosen voll. Dass ich es halt einfach nicht mitkriege, wenn plötzlich was kommt und ich erstmal den ersten Schlag schon in die Fresse bekomme. Das wäre nicht so schön. Weiß jetzt nicht, was ausgegangen ist. Okay, kein Stroh ist ausgegangen. Das heißt... So. Und Brondo hätte ich zum Beispiel auch wieder gerne. Oh ja. Weil mit dem Bären sammeln war halt einfach mega. Das war wirklich mega geil mit dem Kerl. Einfach Bärchen mal irgendwo mit dem Schwanz durchwedelt. Zack, Millionen von Bären. Das war halt schon schön. Okay, lass mal weil. Grillfleisch brauchen wir gerade nicht. Das Feuer lassen wir mal. Auf Level 63 können wir den Sattel machen. Welchen? Den Bronto-Sattel. War der nicht mal eher? Nee. Also unsere erste Reihe ist rum, gell? Die erste Reihe Wände haben wir schon. Ich bin jetzt raus. Bist jetzt raus? Ja. Okay, ich bin auch gleich raus. Ist jetzt noch die Wände hier und die Rampe will ich noch machen. Dann bin ich auch raus. So, die Rampe noch. Also es ist schon groß. Kann ich wirklich sagen. Ist schon echt groß. Vielleicht werde ich über ein bisschen Offscreen, ein bisschen Holz farmen oder so. Schauen wir mal. Die Rampe. Und da haben wir sie schon. So, eine Holzrampe hinzugefügt. Die ziehe ich mal kurz auf die 8, weil... Brauchen wir ja gerade nicht. Eine Holzrampe. 8. Das Problem ist halt immer an der Holzrampe, dass sie so komisch connected. So überstehend connected. Okay. Zack. Da ist die Holzrampe. Bis morgen. Bis morgen. So. Und für uns würde ich auch sagen, das Häuschen steht ja auch schon sehr stark. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss. Ich werde den Server jetzt dann nochmal ausschalten. Aber wir machen jetzt erstmal Schluss wieder für heute. Vergeben noch schnell das eine Level oder vielleicht auch zwei, weiß ich gar nicht. In... Ja, Gesundheit noch ein bisschen. Und machen jetzt aber wirklich Schluss für heute. Gehen raus vom Server. Machen den auch gleich aus. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Stream. Das wäre morgen. Ich kann euch nicht versprechen, noch nicht versprechen mit was. Und für die Aufnahme ist auch Schluss. Ich nehme es natürlich immer wieder auf, Ark. Jetzt hat so Aufnahme gestartet. Es schaut alles sehr komisch gerade noch aus. Jetzt zerkulaten langsam die Texturen. Ich hasse Ark. Okay, so viele Bäume habe ich doch gar... Okay. Okay, du hast recht. Aber unser Haus muss halt ein bisschen wachsen. Kann ich nichts dafür. Da müssen Bäume drunter verschwinden. Ich gucke erstmal ins Inventar. Ich glaube, ich habe nichts drin außer Ding. Fasern fehlen halt mir jetzt sehr viele. Das weiß ich. Fasern fehlen mir. Das heißt, wir müssen erstmal... Hilfst du heute mit oder machst du wieder nur irgendwas? Ich tue gerade Schildkrötenzähmen für uns. Wofür brauchen wir Schildkröten? Fleisch. Was ist da? Oh mein Gott, was ist da los? Alter, Ark! Was denn? Bei einem Kampf gegen eine Schildkröte ist es scheiße, wenn du einfach einfrierst. Da sind zwei. Ja, die eine liegt schon, aber ich kann nichts machen, weil die andere... Scheiße, es ist nochmal das Ding kaputt gegangen! Ah! Ich kann es nicht reparieren! Platz, hilf ihm mal schnell. Tu mal die eilige Grill da vorne noch betäuben. Ja, ich hab keine Steinschleuder. Ich hab keine Steinschleuder. Dafür Leder. Nice. Ich hab keine Steinschleuder. Wenn ich da oben bin, ist die andere schwach. Ach, Alter. Was sag mir, das so schnell kaputt gehen. Ich hab sie betäubt, ich hab sie K.O. geprügelt. Ist das in Ordnung? Ja, ist schon okay. Ich hab. Die eine hat hat Narco-Berries drin und Beeren und die andere hat auch Narco-Berries und Beeren drin. Viel Spaß. Also K.O. prügeln war auch in Ordnung. Gut. Seht ihr mal, was für einen rechten Haken ich habe. Ja, Wahnsinn. So, ja, das Haus muss halt noch ein bisschen wachsen. Also ich wär dafür da heute, dass ich das, die erste Etage vom Haus. Waren das gerade Kampfgeräusche? Ja, das waren kurze Kampfgeräusche. Immer noch die Titelmusik. Immer noch. Was soll der Scheiß? Weiß ich nicht. Ich habe keine Titelmusik mehr. Ich schon. Ach. Ich bin gespannt, ich die weg? Ob ich zu euch jetzt mal komme. Weiß ich nicht. Die weg? Ich muss ehrlich sagen, ich finde Ark mittlerweile verbackter, als es früher war. Einmal, weil es ständig abschmiert, als er wirklich beim Anschalten. Ich habe was getrunken. So, habe ich jetzt eigentlich viele Fasern oder habe ich noch nicht viele Fasern? Ich habe viele Fasern. Okay. Du wurdest getötet von einem Raptor. Ich glaube, der Raptor hat deine Leiche gefressen, wenn du dann jetzt... weil du ja gerade immer erst rein bist, oder? Es kann nicht passieren, die haben nicht Hunger. Interessant, ja... welche Geräusche würdest du von dir geben, Scan, wenn du mit der blanken Haut auf eine Schildkröte drauf haust? Männlich? Mist. Beide männlich. Beide männlich, oh. Das hat mir auch gerade gedacht, oh. Weiblich werden hat mal ein paar Bonus, ne? Aber wie heißt das? Alles? 6, ja, 6 Stück stelle ich mal her. Kannst du mal kurz auf die Schildkröte aufpassen, muss noch schnell was trinken gehen oder kommt so ein komisches Tier schon wieder. Was ist ein komisches Tier? Ich kann mich gerade nicht schnell bewegen. Keine Ahnung. Ich kenne die Tiere nicht, jeweils läuft sehr schnell und sieht böse aus. Vielleicht ist es ein René? Jetzt läuft sie da weg. Nee, ich bin noch nicht da. Du bist auch nicht gerade schnell. Weißt du wohin, René? Irgendwo zwischen 50 und 50 und 20. Ja, links 50 und 20. Schwules Paar. Nee, das ist eher dann die Männerfreundschaft. Die werden dann hinten in der Kneipe sitzen und dann am Klo Schwanzvergleich machen. Ach, so ist das. Ja. Ja, gut zu wissen. Da, guck. Warte. Ich craft gerade, deswegen bin ich zu langsam. Hier. Hier ist einer. Da muss man aufpassen bei denen. Der ist ein bisschen stachelig. Und der hat einen Kopf im Boden. Mir kommt es so vor, als ob ich durch den Boden oder ich klitsch. Ach, wir haben ja noch nie Probleme gehabt mit, dass irgendwas durch den Boden durchglitscht. Wäre mir ja vollkommen neu. Hm. Das ist ja was ganz was Neues. Dinge glitschen durch den Boden. Kann das sein? Noch nie davon gehört. Ja, den Kopf in den Sand gesteckt, ja. Wortwörtlich. Ich kann mich noch erinnern, wo ich es geschafft habe, dass eine Chamber durch den Boden glitscht. Der ist einfach so hart auf den Boden aufgeknallt, dass der Boden gedacht hat, nein, ich gehe aus dem Weg. Ich fand das aber lustig damals. So ein Scheißviech, was uns alles klaut, war gerade, wo das letzte Mal so Ärger gemacht hat, war aber gerade bei uns in der Base einfach am Chillen. Aber voll am Chillen. Hat auch sein Leben, sein Leben verwirkt. Das ist wie der Dodo, der echt Eier bewiesen hatte und bei uns in die Base durchgelaufen ist. Muss dir mal vorstellen, wir hatten eine Base voll mit T-Rex, Raptoren, Raptoren, Krokos und. Und ein Kroko, und ein Dodo läuft vollkommen gechillt an allen Viechern vorbei ins Haus. Davon beobachtet. Ja, wird noch angeguckt. Ich habe doch gerade kein Dodo getötet. Das war doch kein Dodo, das war so ein scheiß Flugviech, was ein Zeug aus dem Inventar klaut. Wo war ich? Ach ja. Läuft an der gesamten Base einfach vorbei und ins Haus rein. Habe ich gesagt, den lassen wir am Leben, weil der hat echt Eier bewiesen. Muss dir vorstellen, hier die komplett alles voll mit gefährlichen Dinosauriern. Und läuft voll so gechillt so. Und bleibt im Haus drin. Der hat Eier bewiesen gehabt. Kurze Frage, bist du durch das Eisgebiet gelaufen? Eigentlich, ja, jein. Wennst du, nicht ohne Seife waschen. Ich merke mir anders, da merke ich mir das nicht. West 3 Spawns kannst du im Eisgebiet sein, ja? Ich wusste aber nicht, ich war zuvor woanders. Kannst du, habe ich gesagt, nicht musst ja. Du. Hoppala, ui. Halt hoch muss ich. Am schönsten fand ich es aber immer noch. Oder am schönsten fand ich es auch immer noch. Oder das nervigste eher, wenn du mit dem Bronto rumgelaufen bist, musstest du immer die Dodos zwischen die Zähne rauskratzen. Softice schreibt, bin gleich da. Ja, Softice, keine Sorge, wir haben ja noch nicht 4. Chillig, locker. Wir haben ja 4 Uhr nachts ausgemacht gehabt, nicht 4 Uhr nachmittags. Ja. Ah. Wieder kaputt. Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Wir stellen jetzt ein paar Fensterchen her. So. Willkommen. Ja, was gelernt. Ach, du hast René gefunden? Nein, doch, da, guck, wo bist du? Weil du gesagt hast, wir mitkommen. Ja, guck mal, wenn ich mitbringe. Ja, wen denn? Louis. Hä? 2 Schildkröten und ein Para. Und Dodo ist auch noch da, aber der gehört nicht mir. Und Dodo ist auch da, aber der gehört nicht mir. Nati hat gerade ein Dodo getötet. Und meine Axt ist dabei kaputt gegangen, als ich einmal draufgehauen habe. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß. So, jetzt bin ich am Strand. Hm. Also wenn du welche zum Tragen brauchst, kannst du richtig schützen. Töte, Nati! Ich soll dich töten. So? Weil du ein Dodo getötet hast. Und Scan aus. Ja, ich habe mir noch keinen Platz für die Dodo-Farm, weil ich ganz genau weiß, wenn ich sie dann alle tötet. Du hattest doch mal mit dem Pfeifen? Weiß ich nicht. Also ich wäre eher für explodierende Dodos. So ein Dodo einfach mal einen Schluck C4 zum halt so ein C4 in den Rachen gesteckt. Ah. Und dann so puff, überall Federn. Ist bestimmt ein lustiger Effekt. Das sind doch nicht die Selbstmord-Dodos. Oh mein Gott, ich kann ein Para kann ich jetzt einstellen, Optionen, Ernte, Einstellungen, Befehlsgruppen ändern, Verhalten. Wenn ich aber auf Optionen gehe, steht hier Namenänderung, Louis-Level freilassen oder kastrieren. Aua! Kannst doch den armen Louis nicht kastrieren. Vor allem, ich weiß, wie du das machst. Du drehst dich einfach nachts im Bett mal neben ihn. Hab ich recht? Sie hat gerade nicht zugehört. Ich habe gesagt, ich weiß, wie du ihn kastrierst. Du drehst dich einfach mal nachts im Bett neben ihm. Warum sagst du nichts mehr? weil ich die gerade einstellen musste, aber erstmal schauen, wie das ist. Das ist so scheiße. Euch gebe ich mal. Immer diese Ausreden. Nee, das ist echt scheiße. Du kannst ja mal schauen. Das ist gar nicht so einfach. So, ich bin jetzt an einem Eisberg. Der ist halt sehr groß. Also die Beschreibung ist so genau. Hey, ich bin auf einer Insel. Ja, ich bin da irgendwo auf 30, 40. Da um den Dreh rum. 30, 20. 30, 40. 30, 40. Du meinst auf der linken Seite zwischen 30 und 40. Ich bin kurz bei... Hä? Ja, du guckst auf den Berg drauf. Du guckst... Ja, ich guckte auf den Berg drauf. Du musst auf der Karte nach unten laufen. Vielleicht auch ins Schneegebiet raus, weil sonst erfrierst du. Bei 40, dann hättest du mich eigentlich sehen müssen. Ja, aber das Haus ist so groß, ich glaube, das hättest du gesehen, weil es gibt kaum Weg dran vorbei. Weil hier vielleicht noch, warte mal, ich mach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meter kannst du dran vorbeilaufen. Ja, ich bin auf dem Weg, glaube ich. Ich sehe das. René, wo bist du circa? René, ja. Ich habe jetzt gerade beim Alex auf dem Steam geguckt und laufe jetzt von dem Eisberg weg. Ich sag's mal so, René hat sich hilflos auf dieser Insel verirrt. Wir können ihn nie wieder finden. Er ist verloren, für immer. Ich glaube, ich sehe euer Haus. Nein. Ja, ich habe das versteckt. Das ist so klein, das kannst du nicht sehen. Ist der Stream aus? Was, mein Stream ist... offline. Verbindung vom Verbindung vom Streamingdienst getrennt. Verbindung vom Streamingdienst getrennt habe ich gerade gekriegt gehabt. Das heißt, Twitch hat gerade meinen Stream ausgemacht? What the fuck? Und Alter, ich hab grad 50% verworfene Frames. Da geht ja mal gar nichts gerade. Hallo, was? René. Ach, die sieht mich, oder was? Ich glaube, das liegt gerade irgendwie echt an Twitch. Hallo. Weil der Server läuft auch leck frei. Du bist da auf dem Tier am rumlaufen. Ah. Ja. Unten. Ich glaube, Twitch spackt gerade schon wieder. Weil ihr habt auch keine Lags auf dem Server, oder? Nee. Also liegt's an Twitch. Ohne Scheiß, bald wechsle ich auch zu Vidme. Komplett. Aber da kannst du auch streamen. Wobei Gronkh hat die Vidme-Seite geschossen. Beziehungsweise die Vidme-Server. Das heißt, jeden Montag. Das heißt, ich dürfte niemals Montag streamen. Ja, dann zeig ihm doch unseren Fluss. Dürften nie Montag streamen. Weil montags dann regelmäßig die Seite down ist. Jetzt geht's aber wieder. Komisch. Wieso ist Kühli 1 heiß Dommi? Da passt was nicht. Ey, der hat coole rote Augen. Wieso ist Kühli 1 heiß Dommi? Keine Ahnung, ich habe es einfach irgendwie benannt. Und Zeul ist Kühli 2. Warum heißen die nicht so, wie sie heißen? Warum? Ich mag doch Veränderungen nicht! René? Ja? Bist jetzt da, oder? Ja. Wie findest du unser Haus bis jetzt? Groß. Warum sagt jeder, dass das Haus groß ist? So groß ist es gar nicht. Ein bisschen. Ja, habe ich. Kann ich da Essen drauflegen auf das Feuer? Wenn du E gedrückt hältst. Dann steht da Inventar öffnen und dann, ja. Schnapp dir mal die 18 Grillfleisch daraus. Gegrilltes Fleisch, ansonsten schnapp ich mir das mal schnell. Ne, du kannst den komplett rüberziehen, den Stoß. Ja, ich habe jetzt was geholt. So. Ja, ich schmeiß jetzt das 18 Fleisch, nehme ich mal mit. Jetzt habe ich noch 5. Und schmeiß mal ein bisschen Holz rein. Okay. Ach, das war Nati. Oder nee, doch René. So, das wäre Hausnummer soweit durch. Ich habe noch 8 Fenster übrig. Gut, die werden wir eh irgendwann brauchen. Ich schmeiße jetzt einfach mal hier. Das ist kein Platz. Hier. Die 8 Fenster rein. Ich habe mal 90 Holz hier in die Kiste reingeschmissen. Ey, ich brauche Holz gerade. Ich brauche nicht eine Wendeltreppe. Die ist wichtig, die Wendel. Oh, voll Stiefel, Alter. Nein, die Wendeltreppe ist aus dem Grund wichtig, damit wieder ständig irgendwer da hinten hängen bleibt. René, hast du Fleisch? 200 Holz brauche ich für eine Wendeltreppe. Ja, ach du Scheiße. Dings in das Feuer geschmissen. Ich meine, ob du was brauchst, das ist jetzt gemeint. Ich habe auch ein bisschen aufs Feuer geschmissen. So, 200 Holz brauche ich für eine Wendeltreppe. Ja, okay. Vielleicht mit 51 noch. Herausforderung angenommen. So. Ich bin voll. Mein Gott, René. Scheiße. Mist. Du kannst was fallen lassen, ich stehe direkt neben dir. Okay. 83 fallen lassen. Also von mir aus könnt ihr alle mal Rohstoffe sammeln, weil ich werde nämlich als nächstes anfangen, Kisten zu bauen. Fallen lassen. Ich werde natürlich als nächstes... Wo ist es hin? Wo ist es gefallen gelassen hin? Ich sehe es nicht. Hä? Was brauchst du das? Erst nur Holz, oder? So. Ah, da. Du brauchst nur Holz, oder? Du kannst von mir aus ruhig alles sammeln. Auch Steine und sowas. Weil die werden wir später auch brauchen. So, jetzt eine Wendeltreppe, bitte. Please. Thank you. Ich tu jetzt hier noch 100 Stück in die... Ja. So. Nee, nee, lass es einstecken. Hast du nochmal... Ja, was da hingeschmissen hast, habe ich schon alles. Ihr könnt die Steine abkloppen, ihr könnt über den Strand die Steine sammeln, ihr könnt die Pflanzen sammeln, ihr könnt alles sammeln. Ich kann nochmal, dass alle kommen. Was? Die erste. Ich kann nur mit T, ich weiß gar nicht mehr, wie das anzuhalten geht. Y, glaube ich, war das. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Kann ich dir nichts versprechen, Frau. So. U ist nicht mehr folgend, das ist genau. Dann ist es nicht. Nix. Oh, ich habe sogar noch eine Holzwand einstecken. So, ich würde gern die Wendeltreppe und zwar... Bitte? Nein? Warte mal. Nein, gerade eben war es doch richtig. Hä? Nein. Ich will so ein kleines Art Treppenhaus bauen. Ja, so wie das letzte Mal. Aber so, dass man nicht runterfallen kann. So. Ja, die Wendeltreppe hat funktioniert. Wunderbar. Weil wenn man jetzt hier runterfällt, fällt man einfach in den Raum rein. Warum tun deine Tiere mich angreifen? Weil er nicht im Tribe ist und sie auf aggressiv sind, Schatz. Ich weiß nicht mal, wie was sie pfeift. Das ist es ja. Ich kann nur mit T pfeifen. Ich weiß nicht, wie es anders geht. Wo ist denn E? Y. J. J. Dann kommen sie her. Oh. Ah, René ist im Haus. Warte mal, René, bleib im Haus. Ich sehe halt nichts weiter. Du musst ja halt, du darfst sie nicht im aggressiv stellen. So, warte, ich lade dich im Tribe ein. Erstmal bei denen. Schau mich mal an, halt E gedrückt. Habe ich jetzt richtig gemacht? Ja. So. Aggressiv. Greift nächstes Ziel an. Genau. Ja. Bleib mal kurz stehen, sonst kann ich nichts machen. So, Verhalten. Du gehst auf Verhalten. Und zwar... Passiv. Oder neutral. Verhalten. Neutral. Machen wir es immer auf neu. Ne, passiv, oder? Weil sonst bewegt sich wieder die ganze Base. Ja. Verhalten. Verhalten, passiv. Level, alles passiv. Passt doch. Nein, Verhalten, passiv. Okay. Ja, der eine war jetzt halt auf aggressiv, aber. Verhalten, passiv. Ja, hast du doch jetzt halt. Ja, hab ich doch jetzt. Hab ich doch gesagt, mach ich. So. Wo hast du René jetzt eingeladen? Ja, René ist drin. So, das muss.